NewHack ist ein Hackathon. Das ist ein Event, bei dem kreative Leute, die Spaß an Technik haben, zusammenkommen. Ich würde auf jeden Fall gerne mehr lernen, über besonders C++. Halt auch neue Sachen erfinden, mit Code die Welt verbessern. Eine Gruppe arbeitet zum Beispiel an einer Wegdrohne, die dann vor einem wegfliegen soll und einen dadurch wecken soll. Um ihn auszuschalten, muss man eben hinter ihm herlaufen und ist damit schon wacher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder zurück ins Bett legt und einschläft, ist deutlich geringer. Ein entscheidender Punkt bei Hacking ist ja, dass du Systeme kreativ auseinandernimmst und neu denkst. Wir möchten mit unserer Veranstaltung den Jugendlichen zeigen, dass sie mit einer gewissen Ethik an diese Technik rangehen, die sogenannte Hackerethik, und ihr Wissen, was sie sich hier aneignen, für gute Zwecke einsetzen. Unsere Idee mit dem Schulomat war, dass die Schulen sich sehr einseitig beschreiben. Das heißt, die schreiben halt nur die guten Sachen auf ihre Website. Aber wir wollten halt auch die schlechten Sachen sehen. Ich finde das so super, dass junge Menschen jetzt die Chance bekommen, halt im Rahmen solcher Events zwei coole Nächte bis in die Nacht zu coden und ja, am Ende tatsächlich was vorzeigen zu können, was richtig cool ist. Und wir haben ganz viele tolle Mentoren, die ganz viel wissen und die dann entsprechend auch bei allem weiterhelfen können, was die Jugendlichen so wissen wollen. Man muss Fehler machen, man muss Dinge ausprobieren, und da ist es einfach natürlich hilfreich, wenn man jemanden hat, der diese Fehler schon mal selbst bitter erfahren hat. Flutter ist ein Frühwarnsystem für Überschwemmung. Das funktioniert praktisch so. Wenn ein Bach leicht über die Ufer tritt oder eben schwer über die Ufer tritt, dann gibt es eben ein Alarmsignal, dass es besser wäre, irgendwie Sandsäcke dahin zu legen oder sich eben im schlimmsten Falle von da wegzubewegen und das Haus zu evakuieren. Ich finde die Veranstaltung insofern super, super wichtig, als eben Leute schon ab 12 ans Coden rangeführt werden und man zeigt, pass auf, hier, guck mal, du kannst richtig relevante Sachen machen. Smart-Home-Systeme sind heutzutage immer unsicherer, könnten mal leichter gehackt werden. Und da wollten wir einfach mal ein universelles Smart-Home-System mit vielen Möglichkeiten machen. Zum Beispiel macht man dann einen Magnetsensor an die Haustür und bekommt eine E-Mail, sobald die Tür sich geöffnet hat, ohne dass sich das eigene Handy im WLAN-Netz befindet. Come home, ein sicheres Zuhause. Aus unserem letzten Jugendhack West ist sogar ein Projekt entstanden, das heißt Germany Says Welcome. Das wurde von dem Land NRW übernommen. Das ist eine App, die Flüchtlinge nutzen können, um sich als Neuankömmling zu orientieren. Wir haben auf jeden Fall viel dazu gelernt und wir haben sogar schon festgelegt, dass wir nächstes Jahr wiederkommen. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.